Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir etwas besorgt und zwar, wo ist es? Hier die Schriftzüge in Schwarz. Die sind jetzt schwarz lackiert worden. Warum? Weil es dieses Zeichen, Logo noch nicht gibt in Schwarz. Deshalb haben wir das Originale bestellt und das schwarz lackieren lassen. Und wie ich die jetzt da drauf mache, das möchte ich euch gerne zeigen. So, wir fangen jetzt mal hier vorne an. Ich markiere mir jetzt als erstes mal die Position von dem alten Emblem. So. Also da, wo das P jetzt ist, der Strich nach unten geht, da muss das halt wieder sitzen. So, okay. So, ich habe jetzt hier so einen Heißluftföhn. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Haarföhn nehmen. Hat den charmanten Vorteil, ihr verbrennt hier nichts an der Vespa. Also ich gehe auch nur auf Stufe 1, das ist wie so ein normaler Haartrockner. Und jetzt erwärme ich das Logo. Und das erwärme ich so lange, bis ich mit dem Fingernagel das, bis sich der Kleber dann löst und ich das dann ganz leicht nach oben hin wegziehen kann. So, die Kleberrückstände, wenn welche drauf sind, die müssen wir natürlich auch wegmachen. Die sieht man jetzt da so ein bisschen. Dafür nehmen wir Isopropanol, also rein Alkohol. So, und wenn wir das alles weg haben, dann können wir schon unser neues Logo nehmen und das einmal aufkleben. So, und das nehme ich jetzt hier aus der Tüte. Welches ist es? Wo ist das alte? Mal vergleichen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Yes. Gut. So, abziehen. Machen wir die direkt weg. Und drücken das einmal ordentlich an. Und dann ist das fertig. So, jetzt machen wir das gleiche mit den anderen auch. Und da erzähle ich gar nicht mehr viel zu. Lassen wir jetzt ein bisschen Musik laufen, auch wenn die nicht ganz so schön ist. Aber ich habe gerade keine andere.
So, die Arbeit ist getan. Ihr wisst jetzt, wie man die Embleme, Schriftzüge wechselt oder wie ich es mache. Und ja, vielleicht kann es der ein oder andere von euch gebrauchen und nutzen. Und ja, wie immer freue ich mich über ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Chris.